Guten Tag, jetzt ist Februar 2013 und ich wollte die Gelegenheit nehmen, nochmal zu zeigen, wie mein Ritual funktioniert. Man sieht mich ja im Moment relativ viel durch die Talkshows geistern. Es geht da um die Promotion oder um die Bewerbung meines Buches Scheinweltfieber, aber ich will jetzt nicht die Gelegenheit nehmen, falls Sie mich irgendwo gesehen haben, dass Sie wissen, worum es geht. Also, es geht hier um mein Pflegesystem bzw. mein Pflegeritual, das ich mit 18 oder 19 Jahren in Hollywood kennengelernt habe. Ein sehr, sehr guter ungarischer Hautarzt, der mit 70, sagt man, aussah wie 40. Und dieses System, es gibt zwei oder drei Leute, die in dieser Richtung arbeiten, die kommen alle aus Rumänien oder Ungarn. Und ich habe dieses System im Sinne von, ich war ja Hippie und bin in Indien gewesen und habe dort einige Produkte gefunden, die ich gut zur Integration fand. Ich habe dann 10 oder 12 Jahre im Teleshopping gearbeitet und jetzt würde ich gerne ganz persönlich, was ich im Teleshopping nie konnte, mal zeigen, wie das System funktioniert. Also ich bin jetzt ungeschminkt. Ich heiße Christine Kaufmann und bin 68 Jahre alt, nicht geliftet, nicht gebotoxt, nicht aufgespritzt, weil, nicht, dass ich das schlimm finde, aber weil ich glaube, dass man mit einer richtigen Pflege und einer richtigen Einstellung zum Leben auf gewisse Sachen verzichten kann. Natürlich, gut, wir reden über Lifting später, beziehungsweise warum ich glaube, dass man es vermeiden kann, wenn man rechtzeitig anfängt, sich zu pflegen oder wenn man immer richtig pflegt. Weil mein bester Freund hat gesagt, Christine braucht sich nicht liften lassen, die liftet sich jeden Tag am Waschbecken und das ist wahr. Wir haben hier warmes Wasser, also Aqua Oil, das ist mit Himalaya Salzen ein Waschgel. Wir haben in diesem Fall drei Produkte, ein Moisturizer, ein Lifting-Produkt, eine Feuchtigkeitscreme, das ist in diesem Fall Arganölcreme und eine mehr fetthaltige Creme, das ist die Omni-Creme. Immer kommt hinterher das Schüttellotion, das ist dann, wird so aufgetragen auf einem Wattebausch. Das ist so eine schöne Farbe, die eigentlich ziemlich neutral ist. Das Schüttellotion ist wie ein Gesichtswasser am Schluss. Das heißt, es gibt die Erfrischung und Versiegelung über verschiedene Erden. Das sind verschiedene Farbkomponente, die die Haut ebenmäßiger wirken lassen. So, ich fange jetzt mit dem Öl an. In der Früh, auch wenn man so gerade wie ich aus dem Bett kommt, hat die Haut über Nacht geschwitzt und sich gereinigt. Deswegen ist es wichtig, sich in der Früh auch zu waschen. Sehr oft hat man ein verschwollenes Gesicht und dieses verschwollene Gesicht kann man etwas entstauen durch die Behandlung mit dem warmen Wasser. So ein paar Tröpfchen, das verreibe ich. So. Ich nehme die Gelegenheit des Einmassierens, speziell hier im Gesicht die Akupunktur Punkte zu stimulieren. So, Lippen und unter dem Kinn auch zu massieren. Der Grund, warum man dies machen soll, ist, weil sie auf der einen Seite entstauen sie mit dieser Bewegung. Also wenn das Gesicht gestaut ist, müssen sie hier massieren und auch am Nacken. Weil oft ist es eine Spannung im Nacken, die das Gesicht anschwellen lässt. Gut, das ist jetzt nur, solange es kein Mehl, also ich sage jetzt das normale Verquollensein in der Früh. Sieht ja kaum jemand schön aus in der Früh. Ich vermeide das Aufschwellen, weil ich einfach festgestellt habe, dass wenn man das vermeidet, dass man dann auch weniger faltig wird. Aber es ist ein anderes. So, hier. Oh. Also, meine kosmetischen Wegbegleiterinnen kennen dieses Geächze.
nehmen Sie die Gelegenheit, sich in der Früh wirklich einfach ein kleines bisschen Lebensfreude zu holen. So. Normalerweise spülen wir das Gesicht 30 Mal. Ich mache es jetzt etwas kürzer, weil sonst wird es so eine Pause. Sonst haben wir so eine lange Pause. Im Waschbecken ist es natürlich anders. So. Toll. Sehr schön. So. Weiter. Das ist unser Biolift-Produkt. Also hier drückt man drauf und füllt es sehr schön ein. Sehen Sie das? Genau. Das müsste reichen, wenn Sie 45 sind, aber in meinem Alter, ich werde mich jetzt ganz, ganz gierig. Und zwar meist nochmal schön am Hals und auch auf die Hände. Also die Gelegenheit, gerade auf den Augenlidern, wo wir so kleine Grisselfältchen kriegen. Ich habe festgestellt, man vergisst, man macht meistens Augencreme hier. Und vergisst das Oberlid, dabei ist das Oberlid auch gefährdet. So. Also. So. Also, das ist jetzt das Ergebnis des Waschens. Jetzt kommt ein bisschen. Aber das ist eine ganz sahnige, sie ist ein bisschen, ein kleines bisschen beige. Die kann man überall verteilen. Die Gelegenheit nehmen. Warum? Warum? Weil die Creme, wenn sie die Durchblutung von unten fördern, die Creme auch optimal einziehen kann. Also Durchblutung ist jetzt Macadamia oder Omni. Damit wären die Wirkstoffe, die wir eingeschleust haben in die Haut, also beziehungsweise die wir aufgetragen haben, wirklich optimal versiegelt. Es ist nämlich draußen kalt, verschneit, wunderschön und wir brauchen unsere Haut als flüssige oder nicht flüssig, als elastische Rüstung. Wenn sie nämlich rausgehen, entweder man schwitzt oder friert, dann ist es hauptsächlich über die Haut. Ja, die Haut schützt uns. Die Haut ist auch also die Haut ist sowieso faszinierend, weil sich eigentlich alle Organe in der Haut zeigen. So, ich wache normalerweise auf und sehe relativ leichenartig aus, weil ich so blass bin. Und für mich ist das Waschen, das habe ich eben vorhin schon gemacht, 30 Mal mit heißem Wasser, sehr, sehr wichtig, weil ich bin sonst, wie gesagt, relativ blass, also meine Haut ist nicht, aber nicht schön schneewittchenhaft, sondern eher so Mao Zedong, gelblich. Das ist, weil ich auf der russischen Seite asiatische Vorfahren habe, aber nur so viel dazu. Ich wollte eben sagen, dass dieses, ich glaube, ich hoffe, man sieht es, das, ja, dass man also mit 68 relativ normal, also ich habe hier Fältchen, auch auf der Stirn, dass es geht.
Es geht nur um die Befeuchtung. Wenn ich zum Beispiel jetzt viel mit dem Zug fahre, dann muss ich fast die doppelte Portion auftragen, weil ich komme am Ende der Reise wirklich wie eine Mumie an. Kennen Sie das? Das ist genauso wie im Büro oder überall, wo eben Air Conditioning ist, dass die Haut, man muss die Haut vorher schützen, weil wenn sie einmal trocken ist, dann verliert sie ihre Widerstandskraft. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns vorbereiten auf den Tag mit all seinen kosmetischen Anforderungen. So. Hier ist die Schüttellotion. Ich glaube, die neuen sind jetzt auch, aber ich bin so sparsam damit. Also hier, das ist eine neutrale. So, also. Hier. So. Ich liebe das Gefühl. Also, das macht man in der Früh und abends. Warten. Das können Sie auch zweimal machen, wenn Sie wollen. Ist übrigens ganz toll für Männer, weil ein Mann will natürlich nicht geschminkt aussehen, wenn er aus dem Haus geht, aber Sie können das Schüttellotion dann allerdings mit einem Schwämmchen auftragen. Das adstringiert die Haut und schützt unsere Haut und lässt, wenn es trocknet, so eine Art. Es macht eine größere Ebenmäßigkeit. Also man sieht nicht geschminkt aus, sondern ich habe das übrigens, als ich Theater gespielt habe, immer nur das aufgetragen und ein bisschen Puder hinterher. So, jetzt kommt eine kleine Pause, jetzt brezel ich mich mal auf. Aber das ist das Ergebnis. Ich will nur sagen, dass ich selbstverständlich meine ganzen Cremes auch am Dekolleté verwende, aber wirklich wenig. Also es geht nur darum, man sollte sich auch nicht zu heiß duschen, also lauwarm duschen, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ganz, ganz viele Produkte auch für den Körper. Das wird getrennt vorgestellt und ich hoffe, dass es jetzt zu verstehen war. Also zuerst das Öl, dann unser Waschgel, dann 30 Mal das Gesicht spülen, sodass die Haut gut durchfeucht ist, ganz sanft abtrocknen, dann je nachdem, wie alt Sie sind oder was Sie bevorzugen, das können Sie selber entscheiden. Wir haben eine ganze Palette sehr schöner Feuchtigkeitscreme, das ist auch Energizing Cream und jetzt im Winter mache ich immer noch, also kommt eben noch eine Schicht, die aber so schwerpunktmäßig dort verteilt wird, wo die Haut trocken ist. Unser Bio-Lifting-Produkt ist sehr, sehr gut für die Lippen. Ich würde nachher jetzt ein bisschen Jane Iredale zeigen, das ist dann nur noch für Frauen, wo es eben Produkte gibt, die einfach die Lippen schön voll machen. Ich finde, wenn es so kalt ist, dann löst sich die Haut ab, vor allem wenn man Gloss trägt. Ja. Das finde ich interessant, also viele Glosse, habe ich das Gefühl, trocknen die Haut ab. So, also jetzt war die ungeschminkte Wahrheit, ich weiß nicht, wie toll es aussieht, aber ich wollte es einfach mal zeigen, weil ich das im Teleshopping nie konnte. Okay.